Vielleicht kennst du sie, die Thermarest, diese Ziehharmonika. Eine Faltmatte mit einigen an Volumen, aber auch wirklich guter Wärmeleistung. Wenn du wissen willst, was sie kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Suburbisch Schubiolis. Gut, schön, dass du dabei bist. Die Ziehharmonika von Thermarest. Diese Matte hier, die habe ich schon sehr, sehr lange. Ich muss aber zugeben, dass ich die nur hin und wieder im Einsatz habe. Das hat einen ganz speziellen Grund, weil sie einen Nachteil hat, aber sie hat auch Vorteile. Schauen wir es uns einmal an. Wenn ich auf Instagram die Frage kriege zum Beispiel, René, was ist besser, Luftmatratze sozusagen, also etwas eine Unterlagsmatte mit Luft oder Schaumstoff, dann sage ich, es kommt drauf an, was du willst. Denn das hier hat ganz klar den Vorteil, dass es nicht kaputt werden kann. Zumindest im Vergleich zu einer Luftmatte. Da kannst du drauf gehen, können auch irgendwelche Spitzensteine, wobei es meistens irgendwelche bösen Äste sind, da kann nichts kaputt werden und du hast noch immer deine Wärmeleistung. Und die ist für diese Matte durchaus positiv. Wir haben zum Beispiel hier auf billige Eigenwerbung alles natürlich, hier auf waldurlaub.at ja die eigene Möglichkeit, Winterbushcraft zu machen. Ne? Und wenn du da wirklich draußen bei Kälte, vielleicht auch bei Schnee schläfst, dann wirst du merken, dass der Schlafsack das eine ist, aber die Unterlagsmatte der entscheidende Faktor ist. Denn du kannst den besten Schlafsack der Welt haben. Wenn du von unten, wenn du mit deinem Körper auf kaltem Boden liegst, ist alles vorbei. Das ist genauso wichtig wie der Schlafsack. So. Und man merkt bei dieser Matte auch gleich, also ich merke das auch immer sofort, wenn ich mich da drauf setze, es wird so richtig schön warm mit der Zeit. Es ist wirklich eine tolle Isolationsschicht. Ich habe die gesehen, das ist schon wirklich lang her, und habe mir gedacht, die haben alle, die brauche ich auch. Und ich bin von der Wärmeleistung auch absolut überzeugt, aber vom Handling her ist die nicht ganz so cool, aber da komme ich jetzt gleich dazu. Ein großer Vorteil ist, dass du sie, jetzt fällt mir das natürlich runter, sie mit einem Gummiband, das leider im Lieferumfang nicht enthalten ist, also zumindest als ich sie gekauft habe, das war nur so ein Plastikteil. Das heißt, du kannst dir mit zwei solchen Flexicords oder auch mit einer Schnur die richtig schön kompakt machen und packst sie dann irgendwo auf den Rucksack oben drauf. Raidback MK3 würde sich da anbieten. Das ist alles cool und sie ist im Vergleich zu einer Rollmatte, hat sie ein viel kleineres Volumen. Nicht Gewicht, sondern Volumen, weil du kannst sie ganz eng zusammenlegen und dadurch ist sie halt dieser Kasten und ist cool. Aber dieser Kasten hat einen Nachteil, meiner Meinung nach, ja. Und das ist, wie gesagt, nicht das Backmaß, ganz im Gegenteil, und auch nicht das, dass das von allein aufgeht. Aber irgendwie auch doch. Und wenn du jetzt ganz kurz wartest, dann zeige ich dir, wo mein Nachteil liegt. Ja, also die Matte ist ja insgesamt sehr cool. Wenn du die herlegst, ist alles in bester Ordnung. Ist wirklich top. Aber bei mir passiert es halt, weil ich ein Weberknecht bin, wie man in Österreich sagt. Das bedeutet, ich liege und dann bewege ich mich. Und dann passiert, dass ich dieses Ziehharmonika-System, weil ich dann immer wieder mal runterrutsch, besonders hier auf Waldurlaub, da ist halt doch ein bisschen, geht's rauf und runter, und dann verbiegt sich das da irgendwie und dann muss ich das wieder richten. Also in der ganzen Nacht passiert es mir immer wieder mal, dass sich das ganze Teil irgendwie umlegt. Ja? Und das ist für einen großen, schweren, breiten Mann wie mich immer wieder ein bisschen ein Thema. Das ist jetzt kein Nachteil, wo ich sage, das ist ein richtiges Problem. Das auf definitiv nicht. Ja. Aber das ist halt im Vergleich zu einer Rollmatte, wenn die aufgerollt ist, das passt gut. Ja. Oder eine Luftmatte, die stellt sich nicht irgendwie auf. Das ist so ein bisschen ein Nachteil von diesem Teilchen hier, meiner Meinung nach. Aber eins möchte ich gleich dazu sagen, für wen ist das gedacht? Wenn du sagst, ich möchte so einen vernünftigen, guten Budget, eine Matte haben, die auch bei kühler Temperatur, wir haben jetzt hier aktuell 5-6 Grad, ja, merke aber schon, dass die Temperatur jetzt doch deutlich sinkt. Der Boden, wenn ich da jetzt nebenbei, der ist total nass und kalt, also da will ich mir sicher nicht hinsetzen, aber ich spüre das da jetzt überhaupt nicht. Und wenn du jetzt sagst, du hast jetzt diese Matte und bist du auf jeden Fall super dabei, also besonders bei kühler Temperatur. Wenn das gefroren ist mit Eis oder sowas, dann würde ich vielleicht noch eine zweite mit andenken. Aber mit der bist du wirklich gut unterwegs. Es ist auch so, wenn man am Lagerfeuer jetzt sitzt, beim Bushcraft zum Beispiel, und du sitzt, dann ist das super. Aber mit der Zeit geht halt das mit dem Wurst, mit dieser Wurstelei wieder los. Du hast aber beim Sitzen dann aber auch den Vorteil, dass du sie als, dass du diese Matte als Sitzkissen natürlich auch verwenden kannst. Ne? Du kannst sie dann aufeinander legen. Ich schaffe das jetzt akrobatisch nicht, aber du kannst dann sozusagen, ja,
mehr Isolation unter dich bringen und das ist halt dann auch wieder ein Vorteil. Also jeder Nachteil ist gleichzeitig ein Vorteil und der Vorteil kann auch ein Nachteil sein, kommt ganz drauf an, was man will. Aber sonst jetzt so, von der Wärmeleistung ist die ganz einfach top. Also ich möchte zum Abschluss kommen. Nicht, dass du jetzt das Gefühl hast, dass ich diese Matte als schlecht ansehe. Ganz und gar und überhaupt nicht. Ja? Also ich weiß, dass es viele Leute gibt, die diese Matte absolut lieben oder auch den Nachbau, den wir aktuell im Test haben und da wird auch einmal ein Video dazu kommen. Das ist genau dasselbe, nur etwas dünner, dadurch auch deutlich günstiger. Leider kriege ich Thermarest nicht in den Shop. Leider. Sonst würde ich sie selber verkaufen, weil ich sie grundsätzlich genial finde. Mir persönlich, aber das ist nur so individuell für mich, mir ist die Rollmatte von Thermarest, die Ridge Rest, glaube ich heißt die, ist mir lieber, obwohl die natürlich auch viel größeres Volumen hat. Ja? Aber das ist halt Ansichtssache. Jetzt mag ich dir um was bitten. Schreib mir einen Kommentar, ob du diese Ziehharmonika selber hast. Und zwar diese hier zum Spielen oder zum Draufsitzen. Was deine Erfahrungen sind. Ob du das mit diesen Aufklappen auch hast oder ob das nur bei mir so ist und ich halt ein bisschen ein Wurschtel bin. Wie lange hast du die im Einsatz? Bei welchen Temperaturbereichen hast du sie eingesetzt? Das wäre eh nicht cool, wenn wir wieder zusammenfassen, wo so die Erfahrungen liegen. Die ganzen Kommentarleser werden es dir danken. Ich gebe da den Link, billige Eigenwerbung natürlich hier, auf Amazon, dort kriegt man die, leider nicht bei mir, das tut mir irrsinnig leid. Gebe da aber auch den Link in meinen Shop für den Nachbau, der durchaus in Ordnung ist, der aber noch den Langzeittest bestehen muss, aber das ist einmal eine andere Geschichte. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen für ein anderes Video, danke, danke, danke. Und viele sagen, ich kriege keine Videobenachrichtigung, dann muss die Glocke drücken, das wäre auch cool. Da geht es in meinen Shop zum Nachbau, der qualitativ okay ist, aber nicht ganz so toll wie die Ridgewest, wie die Z-Line. Ein anderes Video zum Anschauen, es hat mich gefreut, den Rainer Rossmann und ciao, ciao.